Ja, jetzt könnte ich entweder Dirt holen. Ich könnte ja auch erstmal könnte, schwente, wönte, könnte, könnte. Ich könnte auch erstmal hier rumgraben noch ein bisschen. Schön viel Sand. Lecker. Ja, ich wollte ja eigentlich auch, was ich nicht alles wollte, all meine Träume, all mein Sehnen, alles dahin. Eben nicht. Weißt du, guck mal, hier ist ja auch noch. Was ist denn Ach, hier und was hier zuerst hinten erst los? kommt. Oh, wenn ihr Ich wüsstet, wenn ihr bin wüsstet, was ich hier die beste für Wahl. formidable Ideen habe So gut wie you are. für dieses Areal. Learning a little bit about ourselves Es each ist gar day. wundervoll, es wird gar wunderschön anzusehen sein. So. Discovering Bah. who we Bis really dahin fallen wir are. erstmal komplett aufs Maul. Das ist gut. So gehört sich das. This Wer body, nicht willens ist, auch mal aufs this Maul zu mind. fallen, der hat das Gute nicht verdient. Punkt. Bumm. Ja. Was ich wollte und nicht vergessen wollte, wie viele Spruchsapplinge haben wir denn? Oh, ich merke gerade wieder was. Sechs, na das ist ja. Nee, das ist ganz und gar nicht gut, dass wir so wenig davon haben. Wir bräuchten noch einen mehr eigentlich. Wobei, wenn wir noch mal einen Lolli kriegen, dann und ihn nicht wieder vergessen zu ernten. Also wohlgemerkt die Setzlinge. 5:21 Uhr. Kack die Henne, was redest du von? Ich darf doch reden, was ich will. Ja, dann gib mal her den Lachs. Oder wollen wir mal sehen, ob das wächst? Mein Bett liegt darum. Ha. Ist ja wundervoll. Nein. Hör sofort damit auf. Ja, was wollte ich denn noch? Ja, was wir eigentlich machen könnten und auch sollten. Ja, ich auch Dirt. Auch dringend Dreck. Born a stranger to ourselves. Sagt Dieter Bohlen immer, wenn er wieder jemanden zum Spend Produzieren sucht, ne? the rest of our lives Ich brauche dringend Dreck. discovering who we are. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie der Typ so. Ich finde ja die Bezeichnung Pop-Titan immer so. Alter, ne? Eine menschliche Katastrophe. Stop making stupid people famous. Oder wie heißt das Ganze nochmal? Und jetzt magst du manchmal sagen, nein, doof ist der ja nicht, der hat ja so viel Geld. Weißt du, um viel Geld zu haben, musst du nicht unbedingt schlau sein. Da musst du einfach nur skrupellos sein und manchmal absolut scheiße. Dann kriegst du auch viel Geld. Nicht umsonst sind die besten Menschen arm. Die liebsten und besten, die man sich vorstellen kann. Ich habe noch nie einen wohlhabenden, wirklich guten Menschen kennengelernt. Nein, Sir, ist mir noch nicht passiert. Hallo, wohlhabender Mensch da draußen, beweis mir das Gegenteil. Und unter Millionär brauchst du gar nicht erst anzukommen. Es gibt nämlich viele Semi-Reiche, die durchaus sich noch einiges bewahrt haben. Aber so diejenigen, die richtig Kohle haben, sind Kacke. Punkt. Ich kenne da aber einen. Ja, jeder kennt irgendeinen. Aber wirklich? Ja, ist ja gut. So.
Es heißt nicht umsonst, Geld verdirbt den Charakter. Und um dieses Geld zu kriegen, schmeißen die meisten den Rest ihres Charakters noch weg. Ja, so. So ist das. Keine Diskussion. So, Dille. Ja, das sagst du doch nur, weil du selber arm bist. Nein. Es ist schlichtweg Erfahrung. Und ich hatte mit Leuten zu tun, die wirklich viel Geld hatten. Und übrigens, ich hatte in meinem Leben auch schon zeitweise viel Geld. Ich konnte es nur nicht behalten, weil ich nicht so. Ich kann mit Geld nicht umgehen, sagen wir es so. Das heißt nicht, dass ich das Geld zum Fenster rausschmeiße, aber ich bin ganz einfach niemand, der zum Beispiel Geld unbedingt vermehren kann und so. Nee. Ich bin ein absolut scheißemäßiger Geschäftsmann. Das ist, das wird sich auch nie ändern. Da bin ich auch ganz und gar nicht traurig drüber. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, was machst du denn dann, wenn du tatsächlich mit deinem Let's Play oder mit deiner Musik irgendwie so viel Erfolg hast, dass... Ja, das werden wir dann sehen. Mein Guter. Wahrscheinlich alles verschenken. Oder ein Großteil davon. Ich brauche nicht viel. Ne, ganz und gar nicht. So, guck mal. Da kriegen wir hier auch schon unsere Felder auf die Kette. Auf der Seite. Und dann können wir hier nämlich Folgendes machen. Schweinereien. Ich mag Schweinereien machen. Ja. Das da rein. Guck mal. Ja, gleich mal den Eimer holen. Ein Eimer für Monsieur. Wer kennt das? Natürlich, das kennt hier fast jeder. Ich würde sagen, meine Zuschauer hier gucken sicherlich zum Mehrzahl oder kennen Monty Python. Ich nehme sogar an, sie kennen das Leben des Brian und auswendig jeden Spruch. So, dann. Brian. Lalalalala. Und ich weiß nicht, wie oft ich das Leben des Brian inzwischen geguckt habe. Sind dutzende Male. Und es ist jedes Mal neu. Jedes Mal immer wieder das gleiche Erlebnis. Ich grab das jetzt erstmal hier mit der Hand weg und dann... Ja, das dauert lange. Ja, das dauert lange. Ja, das dauert lange. Wir könnten während der Zeit schon zigtausend Dorfbewohner züchten und so weiter und so fucking fort. So. So. Haben wir denn noch? Ja, natürlich haben wir noch. Das ist gut. Denn das hier vorne, meine Lieben, ich habe mir das gerade richtig... Wir werden das alles wieder ausgraben müssen. Ja. Entschuldigung. Passiert so. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Polka-Lied ist. Und mir hat es auch noch immer noch keiner beantwortet irgendwie. Scheint auch niemand zu wollen. Haben wir den Crafting-Tisch da vorne noch? Ja, mit Sicherheit haben wir ihn da noch hier. Ja, wollen wir denn? Ich meine... Komm. YOLO. Sagt eigentlich noch jemand YOLO? Außer alten Säcken und so? Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht denn das da aus? Ach du meine Güte, das ist ja schon wieder fertig.
Ach du meine Nase. Ja, Weißt du was? Ich krieg jetzt hier langsam die Krise mit diesen ganzen Kartoffeln hier drinne. Jetzt erst? Ja, jetzt erst. Okay, pass mal auf. Das ist ein normaler Stein. Stonebricks. Das sind Stonebricks. Moment. Stonebricks. Okay, warum sind die denn hier auseinander? Das möchtest du auch gern wissen. Warum hat er wieder zwei Stacks daraus gemacht? Das möchtest du jetzt auch wissen. So, die können wir mal rausholen hier. Wir sind schon auf Level 25. Wir brauchen unbedingt einen Verzauberungstisch. Erstmal brauchen wir einen Crafting-Tisch. So. Ach, Mann. Ich will eine neue Maus haben. Ich habe sogar schon eine Traummaus. Ja. Ja, wenn ihr was spenden wollt, ne, unten in der Videobeschreibung ist ein PayPal-Link. Einfach mal anklicken. Ist sogar ein PayPal-ME-Link, also PayPal-Me. Ja, könnt ihr euch mal machen. So. Wäre nett. Was ich jetzt machen möchte hiermit ist umwandeln und nochmal braten, denn wir werden auch Gerissene nochmal brauchen. Ach, ist ja nicht wahr. So, hier haben wir ja, wie gesagt, es wird hier noch einiges gebaut werden müssen. Und so wie ich gesehen habe, haben wir hier eine ganze Menge von dem Zeug. Ich glaube, wir müssen bald Stein holen gehen. Kann das sein? Ja, und Kohle. Also, ehe wir wieder rüber ins Dörfchen gehen, müssen wir auf jeden Fall Stein holen. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Ach, wird schon wieder Nacht. Und recht. Ich müsste eigentlich gleich. Was ist das da drüben? Ist das ein Apfel, der da. Was schwimmt da? Achso, das sind Fische, die mich davon ablenken wollen, dass ich schlafen sollte. Ihr Fische, ihr werdet sterben, weil ihr meine Dorfbewohner gekillt habt. That is too far away. Bist du bescheuert? So, Tee ist gleich alle. Um 5.32 Uhr. Na toll. Ja, es passiert auch schon wieder. Nee, noch eine volle Tasse Tee. Okay. So lange halte ich noch durch. Und dann werden wir mal sehen, ob ich noch weitermache. Oder ob ich das mal sein lasse. Oder ob ich mal was völlig anderes mache. Was völlig Verrücktes. Hui. Was wird es denn wohl sein? Was hält dieser Typ für völlig verrückt? Ja. Das wirst du dann ja sehen. Ich ernte das hier einfach mal ab. Denn wir haben schon wieder andere Felder zu bepflanzen. Och. Ja, ich glaube, wir sollten doch. Aber ich mag es gerne, wenn das Wasser da offen steht. Ist nur doof, dass dann da immer alles reinfällt. Das ist ja. So. Ich würde sagen, dann fangen wir hier oben an mit Patatas. Portugiesisch für Kartoffeln. Und zwar beide Seiten. Dieses Gefresse immer. So, alle Felder hier oben werden zu Batatas. Ich habe hier schon eine ungefähre Vorstellung oder eine ganz genaue Vorstellung, wie die Feldaufteilung sein wird. Und da die gebratenen Kartoffeln, die Backkartoffeln, mein Lieblingsessen in Minecraft sind, aus Gründen, können wir davon auch mal ruhig viel gebrauchen. Ach, guck mal, wir kriegen sogar die Felder voll. Das ist schön. Merci beaucoup.
Dafür nicht. Ich bin doch da einfach nur hochgelaufen. Ich bin doch gar nicht gesprungen. Blödes Minecraft. So. Ja, ich habe gerade Minecraft beleidigt. Was soll das? Warum blödes Minecraft? Ja. Blöder Son. Ist ja ein Glück, dass er die Weed Seeds nicht frisst. Warum nicht? Könnte er auch Weizen knuspern, ist doch eine feine Sache. Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und wir haben als Kinder haben wir Körner, Hafer und Roggen und so weiter geknuspert, wenn das richtig reif war. Ja, einfach so aus der Ehre rausgepellt, aus der, wie nennt sich das nochmal, also diese Schale. Da komme ich jetzt nicht drauf. Ja, Spreu gibt es da und dann, ich glaube, ich komme jetzt nicht drauf. Jedenfalls haben wir als Kinder das Zeug gemampft, einfach so. Und hat uns nicht schlecht getan. So, Dille, warum sind hier eigentlich keine Fackeln drauf? Weiß ich nicht. So. So. Ich würde gerne hier jetzt weitermachen an dieser Stelle. Aber ich würde auch wirklich gerne nochmal runter in die Höhle. Auch wenn ich mich inzwischen schon nicht mehr mental imstande fühle. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Also wenn mein Mentalzustand alles bestimmen würde, was ich mache, soll ich mal ein paar Steilvorlagen liefern? So. Damit wäre dies auch. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie soll das Ganze weitergehen? Also hier, das wird auf jeden Fall abgetragen. Und dann darfst du dreimal raten, was aus dem da vorne wird. Ja, natürlich wird das auch abgetragen, aber da kommt was hin. Da kommt was ganz Feines hin. Hat was mit meinem Boot zu tun. So, jetzt weißt du Bescheid. Jetzt muss ich gar nichts mehr sagen. So, genügend gerissenen Stein für das, da haben wir zurzeit nicht. Aber guck dir das mal an, was wir hier heute fertig gekriegt haben. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Ah, das ergibt sich jetzt gleich alles hier mit der, dem Wasserstrom. Ach ja. Was hatte ich es am Anfang schwer mit den Wassermechaniken von Minecraft überhaupt irgendwie umzugehen? Und heute mache ich das ganz souverän. Oh, kriegen wir sogar noch Sandstein. Und der Stein, da muss da auch noch raus. Hallo Sandstein, herzlich willkommen in meinem Inventar. Nice to meet you. Nett dich zu fleischen. Sehr. So, Dille. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr hoch, das ist das Problem. Aber das geht ja auch dann so. Was ich jetzt gerne machen würde, soll ich das wirklich noch alles weggraben und hier noch Felder draus machen? Ich bin kurz davor, weil das ist einfach wundervoll, dass es hier entsteht alles. Ist denn da drüben schon die Spruce gewachsen? Ich kann das jetzt nicht sehen. Nö, sieht nicht so aus. Ist eine Frage, ob die überhaupt wächst. Wenn nicht, haben wir Pech.
Aber warum sollte die Spruce nicht wachsen, während die andere wächst? Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall verstehst du das, klar.